Ja, willkommen zurück. Boah, ist das bei mir laut. Warte mal. So. So müsste es gehen, ja. Ein bisschen noch laut, aber... Ja. Okay, noch leiser. Und zwar... Ich habe mal... Na, ja, Lösung nicht geguckt, sondern... Ein anderes Video geguckt, ja. Oh, nö, der guckt andere Videos, ja. Besser als hier 5 Folgen hier rumzugehen, oder? Ja, also... aber ich hätte drauf kommen können, indem ich vielleicht so machen würde und auf die magische Münze klicken, mit Loch, sorry, und dann einfach trockene Regentonne angucken. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tonne kommt. So ein Krach zur Mittagsstunde. Unglaublich, das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. So. Weil Aaron ja nicht selber drauf kommt, muss man das halt so klären. So. Es ist so. Ja, ne? Still geworden. Die Kröte scheint nur noch zu dösen. Ja, nochmal Pfeffer, komm. Nicht schon wieder. Hä? Hallo? Die Kröte scheint nur noch zu dösen. Hä, hast du vielleicht einen Witz auf Lager? Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Ja, das ist doch ein Witz. Wir können... Warte mal. Stimmt. Hallo. Habe ich Bock auf Quark? Wer stört die Waldesruhe? Ich. Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate. Nur ein paar Jahre lauschen. Lauschen. Dem Strom der Zeit. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Wow, sie sind ja riesig. Ich will kein Sturmfried sein, aber... Entschuldigung, Herr Riesenkröte, aber... Ich muss echt weiter. Mein Name ist Jerry. Jerry Haselnuss. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Sie haben da etwas Kreide da im Auge. Tja, da waren wir alle die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Ja, Strom oder Auge da Kreide? Nimm warte mal das. Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Der Strom der Zeit hat es herangetragen und wird es fortspülen. So wie dich. Geh, Mensch, geh. Lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Ich glaube, der will sich gar nicht richtig unterhalten. Ich glaube, der muss mal zu uns nach Hause, da gibt's Strom. Hallo? Mach ich mal das. Mein Name ist... Ja. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit
wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Welcher Fels? Kennen Sie zufällig Plato den Frosch? Kennen Sie zufällig Plato den Frosch? Alles, was ich kannte, habe ich hinter mir gelassen. Liegt Jahrhunderte in der Vergangenheit. Und auch du wirst davongetragen. Geh, Mensch. Der ist ja... Hallo. Oh, Mann. Mein Name... Ja, sehr gut. Der... Und dann ja. Der... Ja. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name? Mein Name. Er hat ihn davongetragen. Und auch du wirst davongetragen. Geh. Was willst du eigentlich von mir? Hallo. So, okay, das. Mein Name. Ja, ist gut. Der gut, dass man und die. Dann der ja. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Seine Außenwehr hat da war die Lars nicht Strom der Zeit. Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauberer. Felsflüstern auf den Zauberstab. Cool, danke. Die Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Welchen Quark hätten Sie Diese gern? Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude bereit, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit. Strom der Zeit. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein.
Was denn? Was meint die Kröte? Lol, das ist ein Katzen-Ding. Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Damit kannst du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist, belauschen. Ein exzellenter erster Zauber. Probier ihn gleich einmal an dieser Kristallstatue aus. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Jo, Meister. Ah, cool. Die oder meint ihr das? Du bist lustig, kleiner Junge. Geht das auch mit das? Glaube ich nicht. Geist? Hat eben jemand meinen Namen gerufen? Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seiner Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Kleiner Mann in Grün. Oh nein, der ist bestimmt immer noch sauer auf mich. Ich würde ja gern auf Markis Tipps hören, wenn er mir nicht so eine blöden Tipps geben würde. Ein Nagel. Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Na, dann wissen wir jetzt, wohin. Die sind jetzt weg. Flüsterstatue. Warte. Da. Das. Fuchsstatue. Kann ich die auch? Du bist lustig, kleiner Junge. Okay, die sagt das immer, ne? So. Geht das auch? Ist ja lustig. Ich feier das. Das? Jo, danke, danke. Wir wissen ja, wo wir die nächste. Was macht der denn hier? Ein Feind im Federkleid hat eure Rücklagen gefressen. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um eine Lösung für deine Geldprobleme zu finden. Und dann braucht es nur deine Unterschrift. Nur deine Unterschrift. Wir sind angekommen. Wir
werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Der Schokolade? Ich muss... Der kann uns bestimmt einen Witz erzählen. Ich sollte mich lieber... Okay, der Typ ist ja schon der Witz. Keine Ahnung, was... Hattest du schon einmal einen dieser Tage, an dem einfach alles schief ging? Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Ich wette, Mauswald wird bald sehr viel Heilung brauchen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Sicher. Seltsamer Kerl. Okay. Heilung. Baldrian-Tropfen? Baldrian-Tropfen? Schade. Okay, mein Kaffee ist da auch so ein Typ. Lol, Steinberg. Der wird das aber nicht sein, ne? Nee. Okay. Okay, tschüss. Okay, hier irgendwas? Hier ist der Verdächtiger. Der Grund hier muss arbeiten. Doch er tut es nicht. Manchmal braucht man Hilfe von jemandem mit dem Sinn fürs Wesentliche. Wir können den Wildwuchs stoppen. Alles in geregelte Bahnen lenken. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Uhu. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Okay, der sagt auch immer was anderes, seltsamer Kerl und so. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Aber ich wollte jetzt erstmal dahin. Ist hier der Letzte? Nee, wahrscheinlich denn da oben. Ja, ich bin echt interessiert, was der andere sagt. Lol. Da ist ein Schmetterling. Achso, das ist der. Der ist ja mega freundlich jetzt. Naja, okay, wir sind angekommen, keine Ahnung. Ich denke mal, mit dem Spruch jetzt muss ich da hin, also anquatschen.